Der Einzelplan 12, um den es heute geht, der Etat des Bundesministeriums für eben Verkehr und digitale Infrastruktur, ist der viertgrößte im Bundesetat. Und er ist der größte, was den Investitionsetat angeht. Also da sieht man schon, da gibt es eine gewisse Bedeutung und Gewichtigkeit, denn kein anderes Ministerium kann quasi so viel gestalten oder auch bauen, wie das Verkehrsministerium das in Auftrag geben kann. Und außerdem sind im Koalitionsvertrag noch etliche Milliarden dazugekommen für Ausbau und Sanierung der Verkehrswege. Trotzdem sagen viele, reicht das hinten und vorne nicht. Es gäbe einen Investitionsstau von ungefähr 7 Milliarden Euro im Jahr jährlich. Insgesamt summiert sich das, sagen die Länder, auf 120 Milliarden, also es gäbe einiges zu tun. Und dann kommt auch noch dazu, dass demnächst durch die Neuberechnung der Lkw-Maut die eine und andere Milliarde wegfällt, also erstmal gar nicht zur Verfügung steht. Was hat das Ministerium also vor und wie will es das bezahlen? Das sind die Fragen, die sich auch die Mitglieder des Verkehrsausschusses fragen müssen, die dieses Ministerium kontrollieren. Und zwei davon sind heute Morgen bei mir und mit denen will ich dann reden über das Thema Ausbau und Neubau von Verkehrswegen bzw. Sanierung. Und die beiden, die da sind, sind Sabine Leidig für die Linksfraktion, da verkehrspolitische Sprecherin, und Ulrich Lange ist für die Unionsfraktion der verkehrspolitische Sprecher. Ihnen beiden einen guten Morgen. Und ich fange ausnahmsweise mal mit Ulrich Lange an. Jetzt habe ich gerade gelesen in einem Artikel der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, von Ihrem Minister sehe und höre man herzlich wenig. Nun haben wir gerade vor anderthalb Tagen eine Ankündigung zum Thema Pkw-Maut bekommen, immerhin das. Aber nichtsdestotrotz, ist das nicht ein bisschen langweilig im Ausschuss dann, wenn gar nichts kommt? Nein, ich denke nicht, dass es langweilig ist. Wir haben ja viele große Aufgaben, wie Sie gerade beschrieben haben. Wir haben den viertgrößten Etat. Wir haben uns verständigt, 505 Millionen aus diesen zusätzlichen 5 Milliarden dieses Jahr mit einzusetzen. 500 Millionen in den Straßenbau, 5 Millionen in den Wasserbereich, also in die Schifffahrt. Wir haben darüber hinaus natürlich noch Aufgaben im digitalen Bereich. Hier arbeiten wir gerade an Eckpunkten zum Breitbandausbau, die Datenautobahn der Zukunft. Zum einen mit den Frequenzen, da kann ich beruhigen, es wird weiterhin Fernsehen geben, wenn ich heute in die Presse schaue. Und zum anderen wollen wir natürlich die Synergien durch die Mitnutzung der Netze heben. Wir haben also viele Baustellen, große Baustellen, aber ich glaube, wir kommen in der Ausschussarbeit mit unserem Minister sehr gut voran. Viele Baustellen, sagte Ulrich Lange. Hat er auch die richtigen Baustellen? Na, aus meiner Sicht ist es natürlich falsch, jetzt noch zusätzlich 500 Millionen in den Straßenbau zu stecken, weil wir tatsächlich ein Problem haben mit dem Ausbau der Bahn, weil es ein Riesenproblem gibt, was die weitere auskömmliche Finanzierung des ÖPNV angeht. Da ist ja ein Prüfauftrag steht im Raum, was die Regionalisierungsmittel angeht. Und aus meiner Sicht und aus unserer Sicht müsste man wirklich schauen, wie man in der Verkehrspolitik dazu kommt, nachhaltig zu agieren. Und das heißt, dass man nicht nur dafür sorgen muss, dass alles, was jetzt an Straßen, in Straßen fließt, tatsächlich in die Reparatur, also in den Erhalt fließt und keine neuen Projekte gebaut werden, sondern dass man eben auch die Schieneninfrastruktur ausweitet und schaut, dass man eben die umweltverträglichen Verkehre fördert. Wir können ja generell erstmal bei der Frage bleiben, ob Sanierung erstmal die höchste Priorität hat oder und man deshalb möglicherweise auf Neubau unter Umständen zumindest mal eine ganze Weile verzichten sollte, Herr Lange. Was ist Ihre Sicht? Der Grundsatz, den wir uns auch im Koalitionsvertrag gegeben haben, heißt Erhalt vor Neubau. Das schließt aber Neubau nicht aus. Bei der Schiene, liebe Kollegin Leidig, wissen Sie, dass wir in der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung dieses Jahr 250 Millionen Euro mehr geben. Das heißt, statt 2,5 Milliarden, 2,75 Milliarden. Wir denken, dass wir insbesondere hier im Erhalt der Schiene im Jahr 2014 schon einiges geleistet haben. Die Erneuerung der Leistungs- und Finanzierungsvereinbarung steht für 2015 an. Wir wissen, dass wir dort mehr Mittel brauchen. Wir werden auch von den 5 Milliarden mit Sicherheit einen nicht unwesentlichen Betrag in die Schiene stecken für den Erhalt. Aber es bleibt trotzdem dabei, auch Neubau muss möglich sein. Das klingt doch durchaus plausibel, was er sagt. Warum sind Sie trotzdem nicht zufrieden? Weil es beispielsweise eine Liste gibt des Zusammenschlusses der Bürgerinitiativen, die zusammen mit dem BUND, mit dem VCD, mit dem NABU eruiert haben, welche Straßenneubauprojekte eigentlich in diesen künftigen Bundesverkehrswegeplan eingestellt worden sind. Und die haben 61 Projekte ausfindig gemacht, wo sie gut begründet erläutern, warum man die
bleiben lassen sollte. Und dann, man würde damit 20 Milliarden Euro sparen. Und ich finde, das wäre Geld, das man wirklich sinnvoller einsetzen kann, um wirklich eine nachhaltige und klimafreundliche Verkehrspolitik zu machen. Klingt auch schlüssig angesichts der Tatsache und angesichts der Zahlen, die ich eingangs gesagt habe, nämlich von 7 Milliarden, sagen die Länder, 7 Milliarden Euro jährlich müssten eigentlich zusätzlich in die Sanierung gehen. Warum nicht? Wir stellen 2015 einen neuen Bundesverkehrswegeplan auf. Da gibt es die Öffentlichkeitsbeteiligung, die ist vorgesehen. Da wird auch der NABU und die anderen beteiligt sein. Nichtsdestotrotz, ich sage das ganz offen, halten wir auch Umgehungsstraßen, die Lärmschutz für die Bürgerinnen und Bürger auch sind, auch mit abwägungswert. Also wir müssen hier schon alle Seiten berücksichtigen. Und ich glaube, dies können wir besonders gut tun, indem wir diese Öffentlichkeitsbeteiligung im Bundesverkehrswegeplanverfahren durchführen. Aber ich sage noch mal ganz klar, wir brauchen flüssigen Verkehr. Wir sind eine Wirtschaftsnation und da spielt die Straße eine wesentliche Rolle. Da muss ich gleich noch mal was nachfragen, denn Alexander Dobrindt, der Minister, hat in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung gesagt, bei der Mittelvergabe werde man sich streng orientieren am wirtschaftlichen Nutzen. Was heißt denn das eigentlich? Ja, wir brauchen Netzzusammenhänge, wir brauchen Erschließungszusammenhänge. Wir müssen schauen, welche Kosten fallen für die einzelne Maßnahme an, sowohl volkswirtschaftlich, wie stehen die Parameter zueinander. Und ich glaube, dass wir auf dieser Basis einen mit Prioritäten hinterlegten Bundesverkehrswegeplan aufstellen können. Die Erfahrung sagt das Gegenteil. Auch bisher ist genau so verfahren worden. Es werden Kennziffern vergeben, was den wirtschaftlichen Nutzen angeht. Wir haben jetzt eine kleine Anfrage von der Bundesregierung beantwortet bekommen, wie das in der Vergangenheit war, und haben festgestellt, dass in der Realität diejenigen Projekte die größte Wahrscheinlichkeit haben, gebaut zu werden, die den geringsten Nutzen aufweisen. Also es gibt überhaupt nicht diesen engen Zusammenhang. Und dann ist es natürlich so, dass man auch im Bahnbereich gucken muss, wo ist eigentlich der Nutzen. Und wenn man sich dann anschaut, dass nach wie vor an Stuttgart 21 festgehalten wird, das teuerste Projekt, das nachweislich überhaupt keinen wirtschaftlichen Nutzen hat, sondern im Gegenteil, weil es zu teuer ist, wirklich auch der Bahn zur Last fallen wird, dann ist eben eine solche Aussage fragwürdig und man muss sich überlegen, welche anderen Prioritäten sinnvoller sind. Zu viel Geld in falsche Projekte, sagt Frau Leidig. Jetzt haben wir noch ein anderes Problem, wenn wir beim Thema Finanzen bleiben, denn die Lkw-Maut muss neu berechnet werden. Das bedeutet einen Ausfall von ungefähr 2 Milliarden Euro. Da gibt es jetzt Modelle, wie man das auffangen kann, zumindest zum Teil. 700 Millionen sollen dann wieder reinkommen, beispielsweise indem man dann auch vierspurige Bundesstraßen dann bemautet, wie es so schön heißt, und auch möglicherweise 7,5 Tonnen schwere Lkw mit einbezieht. Nichtsdestotrotz fehlen 1,3 Milliarden, die angeblich der Bundesfinanzminister bereitstellen soll. Wo soll er die denn hernehmen, Herr Lange? Ja, der Bundesfinanzminister hat angekündigt, diese Lücke zu übernehmen. Ich glaube, dass das auch richtig ist im Hinblick auf die Wichtigkeit der Infrastruktur. Und wenn wir hier alle klagen, dass wir zu wenig Mittel haben, dann ist das sicherlich ein richtiger Ansatz. Wenn ich die Zahlen des Bundeshaushaltes und im Hinblick auf die nächste Steuerschätzung, die wir erwarten, sehe, denke ich, diese 1,3 Milliarden beziehen sich ja auf den Zeitraum der Legislatur, also nicht auf ein Jahr. Man muss sie also durch vier teilen, sodass wir hier aus dem Bundeshaushalt diese Reserve sicherlich nehmen können. Ich halte dies für einen großen Erfolg auch von Alexander Dobrindt, dass er den Finanzminister dorthin bewegen konnte. Denn wir wissen ja alle, wie schwierig es ist, Wolfgang Schäuble noch mal um Geld zu bitten und dieses dann auch zu bekommen. Dann machen wir noch einen Sprung, weil wir schon mal beim Thema Maut sind und eben bei der Lkw-Maut waren. Jetzt haben wir gerade gehört, dass noch vor der Sommerpause ein Entwurf kommen soll zur Pkw-Maut. Und weiß ich, mit der stehen Sie komplett auf Kriegsfuß. Ulrich Lange hat Ende Januar gesagt, wenn der Gesetzentwurf kommt, wird er stürmischen Applaus auslösen. Hier im Bundestag haben wir nachgelesen. Was denken Sie, was da kommt? Ich kann es mir wirklich nicht vorstellen. Also ich kann mir eigentlich nur vorstellen, dass er eine allgemeine Pkw-Maut vorschlägt, weil die Frage der Ausländer-Pkw-Bemautung viel zu komplex ist und eigentlich auch schon abschlägig beschieden. Und wir werden uns natürlich dagegen stemmen. Es wird keineswegs allgemeinen Applaus finden. Ich glaube, die CSU ist eigentlich die einzige Partei, die es haben möchte.
Und der richtige Weg wäre, eine systematische Erweiterung der Lkw-Maut zu organisieren und eben nicht nur auf weitere Straßen die Lkw-Maut auszudehnen, sondern auch die Sätze anzuheben. Wir haben die Möglichkeit, die EU gibt die Möglichkeit vor, auch externe Kosten anzulasten, die sonst von der Gesellschaft getragen werden. Und das wäre der richtige Weg. Geben Sie uns noch mal einen Hinweis auf das, was uns dann so begeistern soll, noch vor der parlamentarischen Sommerpause. Also einen Satz noch zur Lkw-Maut. Externe Kosten sind im Gutachten ja enthalten. Hier haben wir neue Sätze errechnet. Die Ausweitung der Lkw-Maut steht im Koalitionsvertrag, genauso wie die Pkw-Maut. Und deswegen bin ich sicher, dass auch der Koalitionspartner und wir als Union diesen Applaus dann für den Gesetzentwurf geben werden. Und damit sind wir ja nicht ganz wenig in diesem Hause. Verraten Sie uns trotzdem mal, wie das dann aussehen kann. Denn es gibt ja drei heftige Kriterien, die schwierig umzusetzen sind. Es gibt die Diskussion über die EU-konforme Umsetzung. Da geht es los. Die Frage ist, inwieweit man dies mit der Kfz-Steuer kompensiert. Hier gibt es ja die gewissen Vorschläge dazu auch bereits. Ich sage ganz offen, lassen Sie uns den Entwurf abwarten und diskutieren wir über Konkretes und nicht über die Dinge, die an und für sich im Koalitionsvertrag als Parameter genau festgelegt sind. In diesen Parametern, bin ich sicher, wird der Minister vorlegen. Dann sag ich an dieser Stelle vielen Dank, Ulrich Lange, und auch Ihnen vielen Dank, Sabine Leitig, dass Sie heute Morgen bei uns gewesen sind.